Max Planck, Teil 1, die Biografie, die Quantentheorie. Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde. Ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Sie sind aber wichtig für unser Selbstwertgefühl. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Eine ausführliche und begründende Einleitung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel zeigt die Biografie von Max Planck im ersten Teil. Im zweiten Teil folgen dann Betrachtungen zu seinem Werk, der Entwicklung der Quantenphysik und dessen Wirkung. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Max Planck, zunächst zur Biografie. Max Karl Ernst Ludwig Planck wurde am 23. April 1858 in Kiel geboren und starb am 4. Oktober 1947 in Göttingen mit 89 Jahren. Max Planck war ein deutscher Ausnahmephysiker und fand durch Untersuchungen der Strahlung von Schwarzkörpern die Energiequanten und eine wichtige Naturkonstante, das Planck'sche Wirkungsquantum. Er entwickelte die Grundlagen der Quantenphysik. Max Planck wurde in Kiel geboren als sechstes Kind von Johann Julius Wilhelm von Planck, 1817 bis 1900 hier im Bild, und dessen zweiter Ehefrau Emma, geborene Patzig, 1821 bis 1914. Er hatte vier Geschwister und aus der ersten Ehe des Vaters zwei Halbgeschwister. Der Vater stammte aus einer traditionsreichen Gelehrtenfamilie. Großvater und Urgroßvater waren Theologieprofessoren in Göttingen. Wilhelm von Planck selbst war Juraprofessor in Greifswald, Kiel und danach in München. Emma Planck wird geschildert als eine lebhafte Frau und stammte aus Greifswald. In ihrer Familie gab es mehrere Staats- und Verwaltungsbeamte sowie Pfarrer. Max Planck und seine Mutter hatten lebenslang ein enges Verhältnis. Nach den ersten Lebensjahren in Kiel zog die Familie 1867 nach München um. Max Planck wurde Schüler des Maximiliansgymnasiums. Der vielseitig begabte Planck wurde in dieser Schule als guter Schüler mit klarem, logischem Kopf bewertet. Unter seinen Mitschülern war unter anderem Oskar Miller, Bauingenieur und Wasserkraftpionier, 1855 bis 1934, der spätere Gründer des Deutschen Museums. 1874 bestand Max Planck mit 16 Jahren das Abitur als Viertbester. Die Wahl des Studienfaches fiel ihm nicht leicht. Er schwankte zwischen Naturwissenschaften, Altphilologie und Musik. Max Planck verfügte über ein absolutes Gehör und spielte Klavier, Cello sowie Orgel sehr gut. Er war ein hervorragender Sänger, dirigierte und komponierte Lieder und als Student sogar eine Operette. 1874 begann Planck an der Ludwig-Maximilians-Universität in München ein Studium der Mathematik und Naturwissenschaften bei Professor Philipp von Joly, ein bekannter Physiker, 1809 bis 1884, und anderen anerkannten Mathematikern. Hier ein Bild aus dieser Studentenzeit. Hier machte der spätere Theoretiker Planck die einzigen praktischen Experimente seiner Laufbahn zu halbdurchlässigen Wänden. 1877 wechselte er für ein Jahr an die Universität Berlin. In Berlin hörte Max Planck bei den berühmten Physikern Gustav Kirchhoff, siehe Kapitel 35, und Hermann von Helmholtz, siehe Kapitel 27 und hier im Bild. Von beider Vorlesungen war er jedoch enttäuscht. Im Selbststudium erarbeitete er sich die Arbeiten von Rudolf Clausius, ein deutscher Physiker, 1822 bis 1888. Clausius hatte den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik formuliert.
Max Planck reichte 1879 seine Dissertation ein über diesen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und wurde mit Summa cum laude ausgezeichnet. Max Planck legte 1878 das Staatsexamen in München für das Lehramt in höheren Schulen ab, arbeitete jedoch nur für kurze Zeit an seiner ehemaligen Schule. Er bevorzugte die Universitätslaufbahn und habilitierte sich 1880 mit 22 Jahren in München zum Privatdozenten. Dort hielt er von nun an Vorlesungen zur Physik, weiterhin unbesoldet und bei den Eltern lebend. So waren damals die Bräuche. 1885 wurde er als Professor für theoretische Physik, hier der jugendliche Professor im Bild, an die Christian-Albrechts-Universität in Kiel berufen und verfügte erstmals über ein festes Gehalt. Ein Exkurs zu seiner Familie. Jetzt konnte Max Planck seine langjährige Verlobte Marie Merck 1869 bis 1909 heiraten. Sie stammte aus einer alten und weit verzweigten Familie aus Unterfranken. Ein Spross der Familie gründete die Firma Pharma Merck KG. Der erste Sohn Karl, 1888 bis 1916, fiel im Ersten Weltkrieg bei Verdun. Die Zwillingstöchter Grete, 1889 bis 1917, und Emma, 1889 bis 1919, starben beide im Wochenbett. Beide im Wochenbett, hatten aber gesunde Kinder. Der Sohn Erwin, 1893 bis 1945, wurde verwundet und geriet in französische Kriegsgefangenschaft. Erwin Planck war der geliebte Sohn, mit dem sich Max Planck bei Bergwanderungen in den Alpen erholte. Er wurde später Staatssekretär in der Reichskanzlei und gehörte zu den Verschwörern des 20. Juli 1944 gegen Hitler. Er wurde trotz Max Plancks intensiver Bitten an Göring und an Hitler noch im Januar 1945 von den Nazis hingerichtet. Hier in Kiel legte sich Max Planck endgültig auf die theoretische Physik fest. 1889 wurde er an die Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, hier im Bild, auf den Lehrstuhl für Physik berufen. Planck wurde Mitglied der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und 1894 in die weltberühmte Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. 1905 bauten die Plancks ein Haus in der Villensiedlung Grunewald und die Familie pflegte Kontakt zu umgebenden Künstlern und Wissenschaftlern. Bei seinem sechssemestrigen Vorlesungszyklus sprach Max Planck ohne Manuskript klar, fließend und gut verständlich. Dabei wird er von äußerer Einfachheit und Schlichtheit sowie innerer Geradlinigkeit, so Lise Meitner, beschrieben. Max Planck beschäftigte sich wissenschaftlich ab 1895 mit Strahlungsgleichgewichten und der Theorie der Wärmestrahlung. Im Jahr 1900 präsentierte er eine Gleichung, die die Strahlung schwarzer Körper besser beschrieb als frühere Gesetze und legte damit den Grundstein für die Quantenphysik. Zugleich führte er das Planck'sche Wirkungsquantum ein, als eine grundlegende Naturkonstante der Physik. 1909 starb Marie Planck nach langer Krankheit, vermutlich an Lungentuberkulose. Nach 23 Jahren glücklicher Ehe war das für Max Planck ein schwerer Schlag. 1911 heiratete er eine Nichte seiner verstorbenen Frau, Margarete von Hößlin, 1882 bis 1949. Im Dezember 1911 wurde Hermann Planck als erstes gemeinsames Kind geboren. Hermann Planck ist 1954 gestorben. Durch die neue Ehe erholte sich Max Planck und es fanden in ihrem Haus wieder regelmäßig Musikabende und gesellschaftliche Veranstaltungen statt, zu deren Teilnehmern auch Lise Meitner zählte. Siehe Kapitel 43. 1912 wurde Max Planck sogenannter beständiger Sekretär der Preußischen Akademie der Wissenschaften und damit eine der zentralen Figuren der Physik Europas. Viele von Plancks Doktoranden wurden später selbst hervorragende Wissenschaftler,
mehrere von ihnen auch Nobelpreisträger. 1905 befasste sich Planck mit Albert Einsteins Arbeiten und war maßgeblich daran beteiligt, dass die spezielle Relativitätstheorie sich in Deutschland gegen Widerstände durchsetzte. Er bemühte sich seitdem, Albert Einstein nach Berlin zu holen. Dieser sagte nach einigem Zögern 1914 tatsächlich zu. Im Ersten Weltkrieg verhielt sich Max Planck patriotisch und zum deutschen Staat loyal, da er konservativ eingestellt war. Gegenüber ausländischen Wissenschaftlern verhielt er sich aber bewusst versöhnlich. Max Planck erhielt 1918 für die Entdeckung des Wirkungsquantums den Nobelpreis für Physik, der ihm dann 1919 verliehen werden konnte. Nach dem Krieg gründete Max Planck 1920 zusammen mit Fritz Haber die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft zur Förderung der notleidenden Forschung. Ein kleiner Exkurs, der aber ohne Schaden für den Gesamtverlauf auch übersprungen werden kann, zu Fritz Haber. Fritz Haber, 1868 bis 1934 hier im Bild, war ein deutsch-jüdischer Chemiker und der Nobelpreisträger von 1918. Fritz Haber war der Mitentwickler des Haber-Bosch-Verfahrens zur Gewinnung von Ammoniak durch den Stickstoff der Luft. Ammoniak ist der Grundstoff für die heutigen Düngemittel der Landwirtschaft und damit essentiell für die Ernährung der gesamten Weltbevölkerung, aber auch nutzbar zur Herstellung von Sprengstoff. Leider ist Fritz Habers Name auch verbunden mit der ersten Entwicklung von Giftgas im Ersten Weltkrieg. Fritz Haber wurde 1933 von den Nazis ins Exil gedrängt und ist dort 1934 an einem Herzleiden gestorben. Seit 1916 war Max Planck Senator der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und von 1930 bis 1938 auch deren Präsident. In der Weimarer Republik war er Mitglied der DVP, der Deutschen Volkspartei, der Partei Stresemanns, die innenpolitisch liberale und außenpolitisch patriotische Ziele zur Revision des Versailler Vertrages verfolgte. Als führender deutscher Physiker hatte Max Planck zahlreiche, hochkarätige Kontakte zu wissenschaftlichen Kollegen und Freunden in Deutschland und im Ausland, wie diese Bilder belegen. Hier ein Treffen im kleinen Kreis zum Abendessen unter Nobelpreisträgern. Max Planck war bei der Machtergreifung der Nazis 1933 bereits 74 Jahre alt. Er versuchte erneut, sich loyal zu verhalten und das Beste für die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zu erreichen. Er versuchte, jüdische und verfolgte Wissenschaftler zu schützen, was jedoch nur teilweise und gelegentlich auch nicht ausreichend gelang. Obwohl Max Planck die Parole ausgab, durchhalten und weiterarbeiten, nahmen die persönlichen Angriffe gegen ihn zu. Max Planck trat aus Protest zurück, als die Preußische Akademie der Wissenschaften 1938 gleichgeschaltet wurde. Das Berliner Haus wurde 1944 durch einen Luftangriff zerstört. Das Ehepaar Planck kam während des Krieges zunächst auf Burg Rogetz in Sachsen-Anhalt unter und 1945 bei einer Nichte Plancks in einer kalten Dachwohnung in Göttingen. Der Greise Max Planck wurde 1946 zum kommissarischen Präsidenten für den Wiederaufbau der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ernannt. Otto Hahn, siehe Kapitel 24a und hier im Bild, kehrte im gleichen Jahr aus englischer Internierung zurück und übernahm die Leitung. 1948 wurde die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in die heutige Max-Planck-Gesellschaft umbenannt und Otto Hahn wurde ihr erster Präsident. Max Planck starb am 4. Oktober 1947 mit 89 Jahren an den Folgen eines Sturzes und mehrerer Schlaganfälle. Er ist in Göttingen begraben. Hier ist sein Grab im Bild. Max Planck wandte sich in den letzten Jahren philosophischen Grenzfragen des physikalischen Weltbildes zu.
Er bejahte die Wirklichkeit eines schöpferischen Gottes und blieb Mitglied der evangelischen Kirche. Den Nobelpreis für Physik erhielt Max Planck 1918. Er empfing unzählige Ehrungen, Würdigungen und Namensnennungen zu Lebzeiten und posthum. Zum Abschluss der Biografie, also des ersten Teils über Max Planck, sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auf den zweiten Teil mit dem Werk von Max Planck und dessen Wirkung, sowie auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Allgemeinbildung und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Max Planck, genial und kreativ waren und die Wissenschaft entscheidend bereichert haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen diese Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.